Ein Hauch von Fernost im Ruhrgebiet. Hier in Marl bei der KKU Concept ist in Kooperation mit der japanischen Firma Yanmar eine Weltneuheit entwickelt worden. Die Gasmotor-Wärmepumpe mit integriertem Wärmetauscher. Werden Wärmepumpen in der Regel mit Strom betrieben, setzt diese Technologie auf Gas. Elektrische Energie wird immer teurer. Deshalb der Bezug zum Gas. Wir wollen Energie einsparen. Wir wollen in der Zukunft CO2-Ausstoß neutralisieren. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir gesagt haben, das ist das System für die Zukunft, wo wir als Unternehmen drauf setzen. Gas als ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zum Strom ist nicht der einzige Vorteil des Systems. Jetzt hat das aber noch einen weiteren Vorteil. Das Gas wird ja in dem Motor, ich sag mal, verbrannt. Und diese Wärme, die dort erzeugt wird, die kann sofort vor Ort mitgenutzt werden. Die Arbeitsteilung bei der Entwicklung des Geräts war klar verteilt. Die Technologie für den Kältemittelkreislauf der Gasmotor-Wärmepumpe kam von Yanmar. KKU Concept half bei der Entwicklung der Gasmotor-Wärmepumpe und nutzte die langjährige Erfahrung bei der Auswahl des Wärmetauschers. Jetzt haben wir als KKU sehr viel Erfahrungen mit der, ich sag mal, Behandlung von Wasser. Wie machen wir Wasser kalt, warm? Worauf muss man achten, damit der Wärmetauscher nicht zu Schaden kommt? Wie groß dürfen die Temperaturdifferenzen sein? All diese technischen Erfahrungen haben wir dann mit den Japanern besprochen und die sind dann in der Entwicklung von diesem Kaltwassersatz, von diesem Chiller zusammengeflossen. Das Ergebnis ist ein kompaktes Gerät, das Heiz- und Kühlleistungen im Wassertemperaturbereich von plus 5 bis plus 55 Grad direkt an ein Wassernetz übergeben kann. Sowohl bei Neubauten als auch im Bestand. Wobei das Gerät, so kompakt es auch ist, nicht für private Haushalte vorgesehen ist. Dafür ist es schlicht zu leistungsstark. Das ist jetzt kein Gerät, was irgendwo im Keller steht, das ist auch kein Gerät, was irgendwo im Garten steht, sondern das Hauptaugenmerk für diese Systeme ist wirklich in der gewerblichen, industriellen Anwendung. Das Marktpotenzial wird stetig wachsen, das heißt, unsere Wirtschaft steht nicht still, wir gemeinsam treiben die Wirtschaft damit auch an. Also ein Punkt ist, in Zukunft gehen wir davon aus, 500 von diesen Systemen pro Jahr in den Markt bringen zu können. In Marl tüftelten die Ingenieure der KKU Concept in Zusammenarbeit mit Yanmar bereits an einem Nachfolger des aktuellen Geräts. Es gibt die Herausforderung mit neuen Kältemitteln. Das heißt, natürliche Kältemittel, Propan, was machen wir da? Dann wollen wir natürlich jetzt nicht verharren. Die Anlage ist super, die ist genial, aber wir wollen noch gerne höhere Temperaturen im Wasserbereich erreichen. Es geht voran im Ruhrgebiet. Die Kooperation der beiden Unternehmen KKU Concept und Yanmar hat schon eine Weltneuheit auf den Markt gebracht. Und auch kulinarisch bereichert die Zusammenarbeit. Ich habe früher niemals rohen Fisch gegessen. Und seitdem ich Japan besucht habe, weiß ich, wie toll und lecker der ist.